Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pay-Per-View-Vorschau zu Payback, und zwar zum WWE World Heavyweight Fatal 4-Way zwischen Seth Rollins, dem WWE World Heavyweight Champion, Dean Ambrose, Roman Reigns und Randy Orton. Kurz vorweg wollte ich nochmal sagen, ihr wundert euch bestimmt vielleicht, warum ich jetzt vielleicht keine WWE-News gebracht habe oder vielleicht weniger Uploads kommen aktuell. Liegt daran, da ich mich aktuell auf die Abschlussprüfung vorbereite und ja, ich momentan nicht so viel Zeit dafür finde und mir lieber Zeit für die Schule befinde, weil Zukunft ist wichtig und mich darauf mehr beschränke. Deshalb werden die News noch diese Woche ausfallen. Ich denke mal, ab nächste Woche werden sie wieder kommen. Je nachdem, muss mal gucken. Weil aktuell will ich mich eher darauf konzentrieren. Ich habe mir so gedacht, keine Videos zu bringen, will ich jetzt auch nicht so gründen. Dafür macht mir YouTube zu viel Spaß. Daher dachte ich mir, ja komm, bringst halt nur die normalen Videos raus, weil die sind jetzt nicht so krass aufwendig und die kann ich auch mehrfach, also die kann ich jetzt vorproduzieren, beziehungsweise mache ich auch gleich die Exhibition-Folgen, wenn ich ja vorproduzieren, werdet ihr nachher in der Folge sehen. Wundert euch nicht, wenn ich gleich da in der Folge auch nochmal anspreche, weil nicht, denke ich mal, nicht alle die Vorschau gucken werden. Oder doch, keine Ahnung, mal sehen, egal. Das dazu noch. Deshalb, die News fallen aus und Exhibition und so weiter und weiter, deswegen. Und weniger Uploads, denke ich mal, warum so ist. Weil ich momentan mich auf andere Sachen beschränke. Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. So, jetzt zur Zur Pay-Per-View-Vorschau wollte ich jetzt sagen. Und zwar, ja. Wie kam dieses Match zustande? Traditionell sage ich immer, wie das Match zustande kam. Und das ging folgendermaßen. Und zwar, ja. Seth Rollins hat ja seinen WWE World Heavyweight Title ja bei Extreme Rules verteidigt. Mit einem verbotenen RKO. Hat er es gewonnen, oder SKO, wie er es gerne sagen würde, aber es ist ein RKO gewesen. Deshalb, dann gab es an dem Abend eine App-Vote, wo man entscheiden konnte, wer gegen Seth Rollins antreten kann, entweder nur gegen Roman Reigns oder gegen Randy Orton, oder gegen beide, also ein Triple Threat Match, und ja. So, gut. Ach, jetzt geht der Curbstorm. Oder wir machen es so. Gut, komm. One. Aber Dean Ambrose kommt, der Lunatic Fringe. So, und jetzt. Gut. Jawohl, und jetzt komm. Ah, schade. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. So, und. Nee, so schnell kickt er nicht aus. So, und gut, ja, jawohl. One, two, ah, schade. Nearfall. Gut, wie gesagt, es kam dazu zustande. So, und jetzt. Gut. Wie gesagt, dann gab es die Abstimmung und letztendlich hat man sich für alle beide entschieden. Also ein Triple Threat Match war es erst. Und dann, kam später Dean Ambrose dazu, und zwar war das Match angesetzt, Dean Ambrose gegen Seth Rollins, und da hat Kane gesagt, wenn Dean Ambrose gewinnt, dann darf er in dem Titelmatch teilnehmen, und Dean Ambrose hat gewonnen via Roll-Up gegen Seth Rollins und durfte auch an dem Titelmatch teilnehmen, und dann gab es noch einen kleinen Brawl am Montag, wo Dean Ambrose die Oberhand gewonnen hat, was mich auch gefreut hat, und ja. Auf wen tippe ich? Ich tippe auf Seth Rollins, der den Titel verteidigt. Ich hoffe, man stellt alle gut dar, dass man keinen schwächt. Ich bin mal gespannt, wie sie es aufbauen würden. So, und jetzt. Ah, scheiße. Gut. Ausgekickt. Sehr schön. Wie gesagt, ich glaube, Seth Rollins wird den Titel verteidigen. Könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Ob ihr denkt, Dean Ambrose gewinnt, ob Roman Reigns gewinnt oder Randy Orton sogar. Und ich glaube eher, dass die Seth Rollins gewinnen lassen, weil es gab ja auch dieses Gemunkel auch mit einer Shield Reunion, weil man denkt, ja okay, komm, alle drei Shield-Member sind gegeneinander, das ist das erste Mal überhaupt. What the heck? Lol? Hab ich das jetzt verloren? Okay. Ja, gut. Hier hat Dean Ambrose gewonnen, aber ich war eh noch nicht fertig. Deswegen machen wir das Match nochmal. What the heck? Alter, das Match ist ernsthaft verloren, ey. So, ich verhalte mich jetzt mal wie ein Champ und gehe einfach mal raus. Natürlich kommt der Lunatic Fringe nach. So, und tschüss.
Und tschüss. Ich gehe mal. Schönes Wochenende. Kann ich hier meinen Titel irgendwo holen? Geh mal weg. Ja, geil, dass er da hinschlägt, wo ich auch wollte. Aber gut. So. Wie gesagt, Shield Reunion, weil es ist das erste Mal überhaupt, dass sich die drei Shield-Member sich gegenüberstehen in einem Match gegeneinander. Und Shield Reunion macht für mich weniger Sinn, weil wenn man wirklich mit Rollins gegen Lesnar und so weiter und, naja, ein Heel-Turn für Ambrose und Reigns macht auch für mich nicht viel Sinn. Also, ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe da keinen Sinn da drin, dass die jetzt wirklich jetzt eine Shield-Reunion machen. Ich finde so in 1, 2, 3 Jahren kann man es mal machen. Da finde ich es auch geil. Oder in 10 Jahren, so wie bei Evolution. Da hat man auch erst nach 10 Jahren wirklich reunited, nachdem sie 2004 angefangen haben zu zerbrechen und dann 2015 letztendlich gesplittet. Weil die Evolution ja noch aus 3 Personen bestanden. Natürlich gab es so eine One-Night-Only-Reunion, aber das war ja was anderes, würde ich mal sagen. Und die Shield und die Evolution kann man auch wirklich nicht vergleichen an sich, das Stable, weil... Naja, egal. Darüber reden wir, jetzt darüber über die Shield-Reunion. Ja, wie gesagt, ich finde, die Shield wird sich nicht reunionen. Reunionen, was ist das für ein Wort? Werden sich nicht zusammenfinden... Nur weil sie jetzt zusammen im Triple Threat Match stehen, heißt nur nicht, dass sie jetzt zusammen sind. Ich glaube nicht dran. Ich hoffe es auch ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie, das wird irgendwie nicht passen. So, und jetzt. Gut. Jetzt, pin, pin, pin. So, und Rollins Retreat. So, und. Gut. Macht denn jetzt? Gut. Jawohl, Dropkick. Dropkick. So. Gut, come on. So, und... Ja. Und jetzt. Ach, jetzt hat er schon seinen Finisher. Gut. Gut. Und jetzt. Seine... Oh, ne. Och, nein, ey. Jetzt ist der Curbstomp weg. Okay, natürlich wird er nicht mit dem Curbstomp beenden. Da der Curbstomp ja aktuell verboten ist. Und er momentan diesen Modified DDT benutzt. Ja, haben jetzt eigentlich sehr viele den DDT. Also ziemlich den DDT als Finisher. Ja, Dean Ambrose. Ja. Hat jetzt auch den Finisher. Und oh ne, der macht jetzt sein. Oh ne, der macht sein Stomp. Ja, unterbind doch! Oh, danke. Aber er hat trotzdem den Finisher. Ja, komm, steh auf. So. Oh, lol, ey. Viel zu spät ausgekickt, ey. Ach du Scheiße. Man merkt, dass ich ein bisschen länger nicht mehr WWE 2K15 gezockt habe. Ah, Mann, ey. Jetzt hat Reigns den Titel. Oh Gott. Hoffentlich sehen wir es nicht. Also ich sehe es nicht so gern. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Ich denke, Seth Rollins wird seinen Titel verteidigen. Man könnte es ja so machen, dass Seth Rollins eher so sich raushält, dann sich die drei alle bekriegen gegenseitig und dann Seth Rollins irgendwie retweetet, also so Hinterhalte, so. Auf jeden Fall so, dass man Seth Rollins gut aussehen lässt. Ich hoffe, kein Eingriff der J&J Security und Kane, was da jetzt passiert. Ach ja, stimmt, die Stipulation gibt es ja auch noch. Fällt mir auch gerade ein, ne? Wenn Seth Rollins nicht den Titel verlässt, also wenn wir jetzt so ein Szenario hätten jetzt, dass Roman Reigns den Titel gewinnt, ist Kane nicht mehr Director of Operations. Also da könnte auch noch Kane eine Rolle spielen, dass Kane vielleicht eventuell eingreift, was ich nicht hoffe. Ja, deswegen.
den Eingriff man sehen, weil ganz ehrlich, diese Changes, die gehen mir so auf den Sack. Seth Rollins kann man echt richtig als geilen Heel darstellen. Bin ich immer noch. Und er wird wie ein Feigling dargestellt. Das macht mir so den Kopf schütteln teilweise, wenn man überlegt, wenn er die Darstellung hätte, die er vom Royal Rumble hat, und die war extrem geil, ein richtig geiler Heel und alles, hätte man diese Darstellung, wäre es Hammer. Aber so eine Darstellung, nee. Er muss sich langsam von der JJ Security abwenden und alles und dann seinen eigenen Weg gehen, weil das wäre viel, viel besser. Aber mal sehen, wie es so weitergeht mit Seth Rollins. Aber ich hoffe, er wird den Titel jetzt verteidigen und ja, es geht weiter. Ich würde mich freuen, wenn Dean Ambrose gewinnt, aber ich glaube, ist nicht dran. Und eine Shield Reunion wird es auch nicht geben. Nur ich hoffe, es wird es auch nicht geben. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Wird es die Shield Reunion geben? Wird es Dean Ambrose den Titel verlassen? Wird es Roman Reigns, wird es Seth Rollins und so weiter? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und die Frage ist auch, guckt ihr euch diesen Pay-Per-View auch live an? Würde mich auch mal interessieren. Ich werde es mir nicht live anschauen, weil ich morgen Abschlussprüfungen schreibe und ganz ehrlich, oh, scheiße, habe ich jetzt gegen den Mikro gehauen. Sorry. Ganz ehrlich, ich konzentriere mich lieber auf die Abschlussprüfung als ein Pay-Per-View. Und Pay-Per-View kann ich ja noch nachher angucken. Und die Abschlussprüfungen gehen ja um meine Zukunft. Ihr wisst ja. Gut, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.